Willkommen zurück zu einer neuen düsteren Folge Spider-Man Web of Shadows. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die düsteren Spinnenfreunde, die die letzte Folge bewertet haben. Und wir nehmen einmal dich hier mit. Natürlich, was denn sonst? Endlich geht es weiter mit Spider-Man. Es gab eine kleine Pause, weil es einfach so unverschämt warm war und ich irgendwie keinen Bock hatte, am PC zu hocken. Deswegen läuft der Kanal gerade so ein bisschen träge. Sommerphase ist halt immer so, jedes Jahr dasselbe, jedes Jahr dasselbe. Im Sommer kommt ein bisschen weniger und sobald das Wetter wieder schlechter wird, geht es dem Kanal besser, weil ich dann wieder richtig reinhaue und richtig mega viel Gameplay mache. Ich habe jetzt eine Woche kein Spider-Man gespielt und ich bin komplett raus, was die Steuerung angeht. Naja, wird schon, wird schon. Alter, komm schon, ich hasse diese Typen. What the... Ihr seid so nervig, Jungs. Ihr seid so nervig. Ey, wie die mir geben, ne? Wie die mir hier eiskalt geben. Ich komme hier nicht mal hoch. Weil ich wirklich von allen Seiten verprügelt werde. So, komm mal her, du. Er blockt natürlich hier meinen Quatsch ab. Spider-Man hat es nicht besonders leicht. Komm schon, Dicker, komm schon. Ich hasse die Kämpfe an der Wand. So, und den nächsten hier. Perfekt, perfekt, perfekt. Erstmal schön hier der Bande auf die Fresse gegeben. Da drüben, da lungert noch einer rum. Was ist mit dem hier los? Okay, der ist erledigt. Der hat sich von alleine irgendwie... Das Problem hat sich irgendwie von alleine gelöst. Auf einmal stoppt Spider-Man. Die Bürger hassen mich. Die Bullen haben auf mich geschossen. Wahrscheinlich, weil mein Ruf so mega gut ist. Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner. Der Spruch ist so, 2016? War das 2016 oder war das 2017? Ich habe keine Ahnung. Ist alles schon wieder so lange her. Wie die Zeit vergeht, Freunde. Wie die Zeit vergeht. Gestern, der 30.06.2018, da habe ich meinen Hund geholt. Vor 2 Jahren. 2 Jahre ist das schon wieder her. Ich dachte mir nur so, oh mein Gott, 2 Jahre ist es her, wo ich mir meinen Hund geholt habe. So, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Und dann wollen wir nach Hell's Kitchen. Warum gehe ich zu Fuß? Ich bin fucking Spider-Man. Alles klar, hier unten. Das müssen die selber regeln. Kann mich nicht um jeden Furz kümmern. So. Hell's Kitchen. Der Name ist Programm. Denn hier ist wirklich die Hölle ausgebrochen. So, und da wären wir und her damit. Ich spüre etwas mit Krallen. Bist du gerade in der Stadt angekommen, Logan? Wie war die Reise? Du klingst so nervend wie Spider-Man, aber etwas riecht faul an dir. Du bist einer von ihnen. Einer von wem? Einer von... Warte, du riechst die? Ja, und du bist einer von ihnen, Bursche. Logan kann sie riechen. Logan ist ja eigentlich total klein, ne? Was die meisten irgendwie nicht wissen, weil, naja, Hugh Jackman ist nicht unbedingt ein kleiner Mann. Ich glaube, der ist so 1,88 Meter groß oder sowas. Aber der echte Logan ist, glaube ich, so 1,70 Meter oder sowas. Das ist ein Zwerg. Und dann geht er auch immer so buckelig krumm. Also Logan in den Comics, kleiner Mann. Kleiner, biestiger Mann. Viele sagen ja, Tom Hardy soll der nächste Logan werden, weil der Hugh Jackman keinen Bock mehr hat. Wie heißen deine Eltern? Was? Okay. Moment. Ben und Tante May? Sei still und kämpfe. Richard und Mary? Herman und Helen? Richard und Mary. In meinem Wiki-Eintrag steht das jedenfalls nicht. Meine Nase lügt nicht. Ach, jetzt habe ich Punkte bekommen für Rot. Aber wenn ich böse sein will, dann muss ich ja lügen. Denn ihr kennt mich. Fachmann. Fachmann in der Spider-Man-Welt. Habe ich dann Logan als Feind? Boah, aber ich hätte Logan voll gerne als Freund.
Wessen Mörder haben wir in Berlin verfolgt? In Berlin? Okay. Flash Thompson, Harry Osborn und Ned Leeds. Keine weiteren Fragen. Ich wüsste das Ergebnis, aber ich muss ja böse sein. Keine weiteren Fragen. Falsche Antwort. Okay, ich brauche die Points für Schwarz. Alter, Logan, du bist echt ein ganz schöner Hund. Ganz schöner Hund bist du. Mit super Regeneration. Spider-Man könnte der Logan besiegen? Ah, ich glaube nicht. Was will er denn gegen Logan machen? Logan ist schon ein krasser Dude. Halt mal, Bursche. Netter Zug, deine Kumpel mitzubringen. Oh nein. Oh. Geh jetzt nicht weg. Gott, das sind nicht meine Freunde. Alter, das sind nicht meine Freunde. Ich bin's, Peter Parker. Wenn ich jetzt die Kleinen hier besiege, helfe ich ihm ja. What? Alter, Wolverine hat die Ultra-Moves. Der Dude ist ja ganz schön buff unterwegs. Boom. So, komm mal her, du. Ich nutze die Macht. Es tut mir wirklich leid, weil Logan gehört zu meinen absoluten Lieblingscharakteren im Marvel Universe. Ey, immer wieder dieselbe Animation. Wo hast du zum ersten Mal den schwarzen Anzug getragen? Bei deiner Mutter. Kann man das wählen? Was? Unter der Dusche. Unter der Dusche? Und woher weißt du das? Du bist nicht witzig. Klar bin ich das. Ich bin mega lustig. Schau dir meine coolen Wirbelmoves an. Boom, Baby. Pure Magie, oder? Alter, Logan. Senior Logan. Ey, der dreht hier gerade wieder voll durch, ne? Okay, Bruder. Okay. Wer hat abgelehnt, sich den neuen Rächern anzuschließen? Auch deine Mutter. Luke Cage, Captain America. Der Daredevil, Captain America. Kann mich nicht daran erinnern, dass der Captain da war. Reiz mich nicht, Bursche. Ich muss falsch sein. Ich hab keine andere Wahl, Kumpel. Alter, komm schon, ich sehe nichts. Und los geht's. Boah, noch mehr von denen. So, ich bin jetzt eigentlich schon auf der bösen Seite, denn da unten hat sich das Porträt verändert. Wow, der hat gescheppert, hm? Boom. Ich brauche ein bisschen Lebensenergie. Ich brauche ein bisschen Lebensenergie. Sonst bin ich ja gleich voll am Sack. Du musst hier hoch. So. Jetzt chillen wir hier eine Runde. Damit ich hier wieder ein bisschen Saft habe. Wo ist Logan? Boom, Baby. Wieso bekomme ich schwarze Punkte, wenn ich meine Kollegen hier verkloppe? Die ja eigentlich gar nicht meine Kollegen sind. Nur so fürs Protokoll. Aber ich finde es ganz cool, dass wir hier so ein Quiz eingebaut haben. Ist eigentlich eine ganz nette Idee. Und ich finde es geil, dass so viele Marvel-Charaktere drin sind. Aus allen Ecken. Logan, Luke Cage. Was ist Critical Mass?
Darf ich nicht sagen, ein Mutant, ein Videospiel. Ich sagte kämpfen, Kingpin. Ha, ja, der ist auch Critical Mass. Ziemlich gute Beschreibung von Kingpin. Das führt zu nichts. Aber der war nicht schlecht, oder? Deine Mutter. Dass es das nicht zur Auswahl gibt, das würde so passen hier. Wer hat uns Braten und Kuchen serviert? Was? Tante May. Soll ich sagen? Tante May. Tante May, als du mal bei uns warst, das war schräg. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Jetzt bin ich aber wieder ein bisschen rot. Aber irgendwie kann ich Logan nicht anlügen. Das tut mir voll in der Seele weh. Aber Logan prügelt auch auf mich ein, wie so ein Bekloppter. Okay, wenn du weiter so machst, ich kann auf dich einprügeln. Alter, komm schon, Bruder. Nein, 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 Logan, 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 Logan. Sieg. Wir können damit weitermachen oder du kannst mir helfen. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du scheinst diesen Parasiten zu kontrollieren. Benutze ihn. Hilf mir einfach, sie zu erkennen. Ich weiß nicht, ob jemand infiziert ist oder nicht. In Ordnung, ich versuch's, aber du spielst mit dem Feuer, Kleiner. Wenn das Ding die Kontrolle über dich gewinnt, ist es vorbei. Keine Sorge. Ich denke, ich kann dir helfen mit dieser ganzen Wer hat einen Fall von Alien-Wurm-Sache. Sag mir, an was du denkst. Wenn ich einen dieser Typen entdecke, zeige ich drauf und du versuchst, dein Spinnensinn-Ding drauf einzustellen. Ich gebe mein Bestes. Alles klar, neues Tutorial, oder? Klingt irgendwie nach Tutorial. Furchterregend. In Ordnung, da sind einige in der Gruppe da vorne. Genau wo? Pass auf. Ah, da! Das sind alle. Das sind einfach mal alle. Die ganze Freakshow! Alle besiegt? Nein. Doch. Alright, Logan. Alright. Ich rieche einen. Nimm diesen schwarzen Anzug. Vielleicht ist das der Schlüssel. Okay. Konzentrier dich. Okay. Du hast einen gefunden. Und jetzt? Wo denn? Ich habe keinen gefunden. Wo? Ach, da drüben. Komm hierher. Nein, Bastarde hier. Bastardos. Bamsen. Die Symbionten müssen einander erkennen. Ich denke, sie reagieren auch auf meinen Symbionten. Wie hältst du es nur aus, mit einem außerirdischen Bandwurm in dir rumzulaufen? So ist das nicht. Was auch immer dir nachts beim Schlafen hilft, Kleiner. Der klebt an meiner Haut, der ist nicht in mir drin. Ich will unbedingt Logan als Partner. Alter, der ist ganz schön schnell unterwegs. Der wetzt aber gut was weg. Wo rennst du denn hin? Alles klar, hier drüben hin. Du musst einen Weg finden, sie zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Was denn? Wo denn? Wie denn? Ah! Schönes Ding. Schönes Ding. Boom, Alter. Ich surfe auf dir. Wow! Mann! Lecco mio! Yeah.
Kontakt, Alter. So wird gespielt. So, Black Cats. Eurem Stizzle. Was ist hier drüben los, ha? Huh? Was ist das hier für eine Show? What the? Alter, was macht der denn hier für Moves? Das war beeindruckend. Ich weiß, Baby, ich weiß. Ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Beste. Was soll der Scheiß? Na, die Leute hier haben echt die geilsten Sprüche drauf. Das sind sicher keine guten Fahrer. Ich muss den da schnappen. Ich kann sagen, dass mindestens ein Vieh genau hier ist. Finde es. Ein Vieh ist hier. Was hast du getan? Sie haben dich entdeckt. Was? Ich dachte, ich soll's finden? Alter, ich komme hier nicht mal zum Angriff, weil die so kacke schnell sind. What the fuck is going on? Alles klar, irgendwie alles die kompletten Psychos. Jetzt zum Krankenhaus. Okay, würde ich ja gerne. Wo ist das Krankenhaus? Logan? Mr. Logan? Alles klar, ich hab's gefunden. Und den nächsten Spider-Man. Mach's ja alle klar. Die sind aber auch wirklich stabil, ne? Boom. Noch mehr von denen? Okay, wir sind durch. Diese Stadt fängt echt an zu stinken. Oh ja, Bruder. Mitten in dieser Sache fängst du an, dich über Gerüche zu beschweren? Ich spreche davon, wie viele dieser Freaks sich riechen kann. Es scheint echt, als würde die Zahl der infizierten Leute immer größer. Genau, setze deinen Spinnensinn ein, um diese Gestalten zu finden und auszuschalten. Und wieder eine Mission. Aber wie kann ich ihn auswählen? Gedrückt halten. Das hier, das hier. Ich kann ihn nicht auswählen. Ich weiß nicht wie. Verbündete. Hier. Logan. Verlassen. Da geht nichts. Nope. Da geht echt nichts. Ha. Huh. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde gerne Logan mitnehmen. Ich habe immer nur Black Cat. Aus irgendeinem Grund kann ich nie was machen. Okay, wir müssen 10 Stück von denen hier besiegen. Whatever. Whatever. Kommt der nächste. So, 4 Stück. Wir brauchen Menschen. Wo sind Menschen? Hier drüben sind Menschen. Jetzt sind alle Menschen wieder weg. Und da kommen mehr von denen. Guten Tag, der Herr. Sie wollen zu mir, habe ich gehört. Ach, du auch noch. Ganz schön miese Monster, finde ich. Okay, hier ist alles clean. Gehen wir mal hier hin.
er gerade gesagt, ihr verdammten Haie? Da gibt doch gar keinen Sinn, wir sind hier Haie. Sharkboy. Naja, hier drüben sind auch böse Jungs, aber die sind out. Niemand interessiert sich mehr für diese bösen Jungs. Alter, schieß doch nicht auf mich! Schieß auf den da! Auf den Freak! So. Minimale Gewalt! Oh Gott. Die minimale Gewalt. Warte, wen besiege ich denn jetzt schon wieder an? Ah, hier. So. Minimale Gewalt gegen Spider-Man. Minimale Gewalt. Nicht übertreiben, Jungs. Wir wissen nicht, ob er super böse ist oder nur böse. Deswegen erstmal minimale Gewalt. Wie viele fehlen denn noch von denen? 9 Stück? Spider-Man. Und Wolverine. Die beiden gehen ab. Du kannst sie nicht besiegen. Denn sie sind beste Freunde. Also, Logan, wo treibst du dich denn schon wieder rum? Ach, hier drüben. Gute Arbeit, Spider-Man. Du hast genügend Freaks ausgeschaltet, damit wir eine Chance haben. Danke, aber ich habe das üble Gefühl, dass das hier eher schlimmer als besser wird. Wenn wir das nicht stoppen, bricht in der Stadt Chaos aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Chaos schon vor einer Weile ausgebrochen ist. Wie wär's mit ein bisschen weniger Witzen und ein bisschen mehr Kämpfen? Okay, okay, pass auf. Wir müssen die Quelle dieser Leute finden. Ich habe das Gefühl, Venom steckt dahinter. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und suchen nach ihm. Er versteckt sich irgendwo da draußen in der Dunkelheit. Und, was hältst du von diesen neuen Klamotten? Was ist das hier? So eine Art Superhelden-Modenschau? Ich hätte da noch was in Orange und Braun, um dich vor Night Up lassen zu lassen. Was? Kein Fan vom neuen Spidey? Erstens, du stinkst nach Tod. Zweitens, du siehst wie einer dieser Emo-Typen im Internet aus, die darüber jammern, wie schmerzhaft ihr Leben ist, obwohl sie keine echten Schmerzen kennen. Oh mein Gott! Du hast deine eigene MyFace-Seite, nicht wahr, du Nerd? Hab ich nicht. Ha! Hast du wohl! Halt die Klappe, Kleiner. Setzt du mich auf deine Freundesliste? Ich hau dir eine und du haust mir eine zurück. Ich sagte, halt die Klappe! Was für Gespräche, Alter. Venom zur Strecke bringen. Venom zur Strecke bringen. Das spannen wir uns auf für die nächste Folge und die kommt sehr, sehr bald. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung für den alten Venom da. Bis zum nächsten Mal und tschüss!